Die Wimpernbüschel in der Anwendung. Die sind ja praktisch klein verpackt, ganz schmal, in 8, 10 und 12 mm Länge. Gäbe es auch länger, aber das sieht dann meistens nur unnatürlich aus. Und gerade das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein schönes, natürliches Ergebnis. Man nimmt die Schachtel, öffnet sie und zieht dann das Wimpernband heraus. Die sind alle an einem Stück, hat auch den besonderen Grund, damit die nicht durcheinander purzeln können. Man kann sie sich dann immer frisch abschneiden. Ich empfehle dazu, eine ganz feine Schere zu nehmen, also jetzt nicht so eine riesen Küchenschere, sondern vielleicht so ein Hautscherchen, und dann geht man einfach so in diese Zwischenräume und schneidet sich das dann zurecht. Ich würde auch immer nur so viel abschneiden, wie man gerade verbraucht an dem Tag, weil dann kann man die anderen wieder schön zurück in die Schachtel und dann sind die gut aufgehoben. Ich benutze 3 unterschiedliche Längen bei mir. Manchmal reichen auch nur 2 Wimpernbüschel. An dem Auge habe ich schon geklebt. 10 und 8 mm. Und an diesem Auge werde ich das jetzt gleich dann nochmal machen. Und wenn man so guckt, ich habe ja kaum Augen-Make-up drauf. Nur die Wimpern sind getuscht und so ein bisschen am Lidrand. Aber was macht das für einen kolossalen Unterschied? Und dann muss man sich mal überlegen. Man klebt ein ganzes Wimpernband. Man sieht die jungen Mädels damit laufen und man sieht das ja auf 3 Kilometer Entfernung. Das mag im Gesamtbild toll aussehen, die können damit auch umgehen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sollte so ein ganzes Wimpernband tragen, oh, da käme ich mir sehr merkwürdig vor. Und eine kleine Story ist tatsächlich passiert von einer Bekannten, die hat sich so ein Wimpernband geklebt, Karneval. Ich meine, da war das jetzt dann nicht so schlimm. Ist auf alle Leute, ne, haben sie immer so freundlich angeguckt und sich einen gegrinst. Und irgendwann ist sie dann auf Toilette gegangen und hat dann gesehen, das Wimpernband, das hing irgendwie kreuz und quer, das hatte sich an einer Seite gelöst. Natürlich könnte man jetzt Wimpernkleber und einen Zahnstocher immer dabei haben, wenn man ein Band geklebt hat. Und dann nimmt man ein bisschen Kleber auf den Zahnstocher und dann versucht man, das wieder zu reparieren und wieder anzubringen. Das ist für mich überhaupt keine Option. Die Wimpernbüschel, wenn da mal eins wegfallen sollte, dann ist das eben so. Jutta hat es ausprobiert, die ist sogar damit in die Sauna gegangen. Also das möchte ich jetzt nicht ausloben, dass die Wimpern saunafest sind. Aber sie hat gesagt, die haben sogar dieses Schwitzen überlebt. Gut geklebt müssen sie natürlich sein. Ich empfehle hier diesen Wimpernkleber. Den kann man bei uns auch separat kaufen. Aber wenn du schon einen gut funktionierenden Wimpernkleber zu Hause hast, wird der bestimmt auch funktionieren und einsatzbereit sein. Ich mache das so, dass ich mir immer so einen kleinen Punkt in die Verpackung reinklebe. Dann nehme ich eine Pinzette, die ist im Set bei uns gratis dabei. Und dann muss man tatsächlich ein bisschen gucken, weil bei den ersten beiden Malen, wo man die Wimpern klebt, hat man das Gefühl, man hat 3 linke Hände. Das ist ganz normal, weil man ja mit dem Spiegel arbeitet. Man muss immer gucken, wie rum müssen denn die Dinger. Wichtig ist, dass du die so an den Haarspitzen oder ungefähr in der Mitte mit der Pinzette greifst und gehst dann, jetzt muss ich mal gucken, so einfach, ich kann es jetzt leider nicht richtig zeigen, weil das sehe ich in dem kleinen Monitor nicht. Also ich nehme diese geknüpfte Seite und stippe die einfach einmal in diesen Kleber rein. Nicht großartig durchziehen, weil sonst könnten die Wimpern selber verkleben, sondern es muss nur dieses kleine Bändchen mit Kleber benetzt sein. Und ich mache es so, dass ich mir die beim geöffneten Auge einfach da drauf setze. Außen anfangen. Jetzt kann man auch noch mal die getuschten Wimpern mit dem Bündelchen verknipsen, also so zusammendrücken. Dann bitte darauf achten, dass man mal so über die Pinzette drüber wischt, weil jetzt könnten ja eventuelle Mascara oder Klebereste da dran sein und dann kriegen wir nachher die nächste Wimper schlecht wieder los. So, Vorführeffekt. Das ist mir runtergefallen, das ist aber nicht schlimm, das finde ich gleich wieder. Ich packe die, so, gehe wieder, ich
versuche es hier mal weiter runter zu biegen, gehe wieder in meinen Kleber, so nur ganz zart. Und jetzt Vorführeffekt, habe ich schon falsch rumgehalten. Dann einmal gerade drehen. So, wenn du das zwei, dreimal machst, dann hast du das so raus, dass das überhaupt kein Thema ist. Und du siehst, wenn die dann einmal da angekommen ist am Wimpernrand, braucht man es mehr oder weniger einfach nur drauf fallen zu lassen. So, dann fehlt mir noch das ganz kurze. Haben wir hier. So. Stipp, stipp. Und auch hier. Du musst darauf achten, ob du besser zurechtkommst, ob du links den Spiegel hast oder rechts. Bei mir zum Beispiel, ich komme besser klar, wenn der Spiegel links ist. Aber das hat nichts zu sagen, das ist bei jedem anders. So, fallen gelassen, einmal zusammengedrückt und gut ist. Wenn du jetzt nicht mit drei Längen arbeiten möchtest, kannst du zum Beispiel zwei Längen nehmen und sollte das dann plötzlich so abrupt aufhören zu deinen Wimpern, dann nimmst du das Scherchen und schneidest hier bei der künstlichen Wimper einfach die ersten zwei Härchen so ein bisschen schräg, damit das dann eine homogene Linie ist und nicht so, ne, so. Das soll schon so ineinander greifen. Was an den Büscheln schön ist, die sind direkt so über Kreuz geknüpft, dass sich das ganz natürlich einfächert. Augen-Make-up kannst du natürlich machen wie sonst auch. Und wenn du jetzt mal von der Entfernung guckst, wie viel das ausmacht und wie schön das aussieht. Also ich bin tatsächlich jetzt in der Probephase so oft drauf angesprochen worden. Und auch unter den letzten Videos, wo ich die mal geklebt hatte, ist es ganz vielen aufgefallen und kam direkt die Frage, was hast du denn mit deinen Wimpern gemacht? Ja, wir haben jetzt Make-up-Coach Wimpernbüschelchen. Und du siehst, diese drei reichen, vielleicht würden sogar zwei reichen. Vielleicht magst du mit der mittleren Länge anfangen. Wir haben alles einzeln oder auch im Set gepackt, so dass du dir aussuchen kannst, was möchtest du denn haben? Abschminken. Weil die sind ja nicht nur einmal benutzbar und dann, ne, weg damit. Die sind mehrfach benutzbar, was dann auch wieder nachhaltig ist. Du nimmst ganz normal deinen Augen-Make-up-Entferner. In dem Fall sollte das einer sein für wasserfeste Wimperntusche, weil da ja ein bisschen Öl drin ist. Und Öl ist der natürliche Feind eines jeden Klebers. Also jetzt habe ich dieses schöne Wimpernensemble und muss das abmachen. Mache ich jetzt nur mit Widerwillen, weil, naja, ich kann es mir ja gleich neu machen, um dir zu zeigen, dass man die ganz einfach entfernen kann. Du nimmst also Wattepad mit dem ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner und drückst das einfach so ein bisschen an, so ein bisschen hin und her und gehst übers Auge drüber. Und du siehst, die lösen sich mit dem Öl sofort. Normalerweise halten die Bombe, aber mit dem Öl sind die dann schnell weg. Entweder hängen die dann im Wattepad oder du kannst sie so abzupfen. Ich würde sie nicht ohne den Entferner abzupfen, weil, ne, die kleben ja am Wimpernrand und an deinen eigenen Wimpern. Und wenn man die mit Macht da rauszieht, dann könnte es passieren, dass eine eigene Wimper dran hängen bleibt. Und wir sind ja froh für jedes einzelne Wimperchen, was wir haben. So. Die Dinger sind jetzt raus. Und was mache ich dann damit? Entweder ich mache den Kleber sofort ab, was am besten ist, weil jetzt ist ja noch das Öl frisch drauf. Oder wenn es mal schnell gehen muss, habe ich hier zum Beispiel so ein Türmchen. Das sind unsere Schraubdeckeltürme. Und da habe ich dann in jeder Etage eine Wimpernlänge. Hier sind nur zwei. Da kann man sich natürlich auch dann drei von anschaffen. Und dann kann man die dann irgendwann alle zusammen sauber machen. Also wie du das magst, ne? Dann aber auch nochmal ein bisschen mit dem ölhaltigen Augen-Make-up entferne auf dem Pad. Und dann noch so ein bisschen, ne, einfach mal so machen. Dann packst du die, das ist ganz wichtig, entweder mit der Pinzette, besser aber mit den Fingern. Ich habe jetzt sogar ein kurzes, wo es schwieriger ist.
so dass du alle Haare festgepackt hast und zupfst dann einfach mit der anderen Hand den Kleber so ein bisschen ab. Warum müssen die alle zwischen Fingern sein? Ganz einfach, wenn das nicht ist und du ziehst, dann machen die Grätsche. Ist nicht schlimm, entweder schneidet man das letzte Härchen dann ab oder man muss es dann eben wegtun. Aber wenn man ganz sorgsam mit den kleinen Dingern umgeht, dann kann man die sehr, sehr oft kleben. Als Maskenbildnerin habe ich früher immer Wimpern geklebt, bei jedem. Und das ist ein Artikel, ne? Da muss man halt gucken, der geht auf Masse ins Geld. Deshalb habe ich die immer schön gepflegt und dann auch nochmal neu eingesetzt. Natürlich hatte jede Schauspielerin dann ihr eigenes Kästchen. Also ich habe die nicht von links nach rechts dann wieder verwendet. Aber warum nicht einfach dann ein zweites, drittes, viertes oder achtes Mal kleben? So lange halten die mit Sicherheit. Probier es mal aus. Wie gesagt, wenn man einmal den Knoten aus den Fingern raus hat, dass man weiß, wie rum und wie packe ich die am besten. Das war jetzt ein bisschen der Vorführeffekt. Wenn ich das zu Hause mache, weiß ich ganz genau, ich habe mir die vorbereitet, ich nehme die, zack, bumm, zack, bumm, zack, bumm und die ganze Sache ist fertig. Ne? Achte darauf, magst du lieber links oder rechts den Spiegel haben, das könnte entscheidend sein, aber ne? Nackig und Wimper. Auge und kleines Auge. Was möchtest du?